Willkommen zurück zu einer neuen Folge South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. So, wir sind noch bei Super Craig im Keller und müssen so ein super Meerschweinchen finden. So, Hinweis, plündere die Kiste voller Knallfrösche. Meint er die hier? Höchstwahrscheinlich. Knallfrösche freigeschaltet. Oh, cool. Die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Okay. Irgendwas ist hier noch und da oben. So, nochmal ganz kurz orientieren. Ist schon ein bisschen her, das Ganze. Moment mal, das leuchtet. Kann ich damit was machen? Aha, so funktionieren also die Knallfrösche. Okay. Das heißt, ja, drücke X, um Knallfrösche auf das gesprungene Objekt zu werfen. Das ist die neue Fähigkeit, die uns schon gefehlt hat. Geht das dann auch hier? Bringt nix. Alles klar. Super Craig, wir helfen dir ja schon. Oh, passt. Mach's nochmal. Nochmal? Sollen wir jetzt das Meerschweinchen darunter ballern? Alles klar. Schmeiß noch ein. Oh, das war's. Folge dem Meerschweinchen. Folge dem Meerschweinchen, ja. Super Craig. Ist klar, wir folgen dem gleich. Stripe versteckt sich da hinter dem Müll. Natürlich, natürlich hinter dem Müll. Es ist eine Mission, wow, für Superschnitter. Du hast die Kiste zerlegt wie nichts. Wahnsinn. Mach dein Ding mit der Kiste. Mach dein Ding mit der Kiste. Meint er etwa. Auf das Ding. Und jetzt? Wow, Scheiße. Oh, shit, Mann. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Oh yeah, Schau, wir sind aus dem Weg. Welches Ding denn? Ich hätte mal eben aufpassen sollen, wo das komische... Schnell, mach was, sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Ja, ist ja gut, hetz mich nicht. Halte A gedrückt, um Objekte zu bewegen. Welches Objekt denn? Ah, das hier, wow, okay. Das sah ganz schön knifflig aus. Komm her, du Kackviech. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Okay. Oh ja, tief einatmen. Super Meerschweinchen ist jetzt super stoned. Ja, brillante Rettung, Stripe. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Verbündeter freigeschaltet. Super Craig. Alles klar, Super Craig. Bist du vielleicht auch Selfie-ready? Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Craig aus Stahl, natürlich. Jetzt haben wir hier Super Craig und Super Schnitter vereint. So ist doch gut, ne? Super Craig und Stripe ist wie Supergirl. Langweilig. Genau. Langweilig. Stimmung ist, weil langweilig. Neuer Follower, Craig. Oh gut, wir sind fertig. Oh, Influencer Level 2 waren wir schon. Wir sind fertig, okay. Sind wir hier denn wirklich schon fertig? Oder gibt's hier noch was? Trabalia können eine einzelne Zornspore in einem ostramalischen Sandsturm der Klasse 6 riechen. Das sage ich dazu. So, ich glaube, wir sind ja fertig. Oh, wo kommt er denn, ja? Psst, Neuer! Psst, Alter! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Er belohnt uns reichlich dafür? Okay. Gibt's ein Selfie mit ihm? Nee. Geht nichts. Aber wo finden wir diese Sachen? Die haben wir schon mal gelootet. Bin ich mir sicher. So, das heißt, wir karren jetzt einfach mal nach draußen. Stripe ist treu. Okay. Oh, mal kurz einen Black and Coonsagram werfen. Irgendwas war hier.
Nicht allzu viel Wichtiges, außer dass wir immer noch mehr Follower brauchen. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Komm ins Kuhn-Versteck. Willst du ein Selfie? Hallo? Fick dich, du! Ha! Was? Fick dich selber, Mann! So. Waren wir eigentlich schon mal in der Garage drin? Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Vielleicht könnten wir da was mitmachen. Irgendwie brennt es da oben jetzt. Aber es passiert noch nicht viel. Machen wir nochmal, wa? Ha. Ah, Kombination von beidem. Nehmen. Ein Anzugrezept. Und ein Kopfbedeckungsrezept. Okay. Geht das auch auf? Nein. Wir benötigen noch eine andere Fähigkeit, um das zu öffnen. Okay. Wir sollen ja zurück. Das war wo? Karte öffnen wollte ich eigentlich. Wir müssen zurück. Zum Kuhn-Versteck. So, wir sind hier. Das Kuhn-Versteck war wo? Ach hier. Also immer nur die Straße. Geradeaus runter. Okay. Nee, sprinten konnten wir ja nicht. Stimmt. Aber mir fällt gerade was ein. Wir haben eine neue Fähigkeit. Und müssen noch andere Sachen sammeln. Vielleicht sollten wir uns nochmal in den anderen Gebäuden auf dem Wege kurz umschauen. Ich komme vom Planeten Erde, glaube ich. Können wir hier was Neues machen? Das war jetzt aber nicht schön. Ah, doch, ging eigentlich. War zwar kein so präziser Headshot, aber war okay. Okay, wir kacheln da mal kurz oben rein. Ob wir hier dank neuer Fertigkeit was Neues machen können. Ach, hier sind die schon wieder. Okay. Die zeigen mir doch. Ich hab wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Ah, das ist aber neu. Gab ja einige Updates. Hier ist neu, dass man sehen kann, mit wem man ein Selfie machen könnte und mit wem nicht. Gar nicht mal verkehrt. Da oben leuchtet's. Das bringt nichts. Aber das bringt was. Und wir haben Sam-Kapitulation. Kunstsammler 1 von 5. Das müsste eins dieser Bilder gewesen sein. Würde sagen, bringen wir ihn da schnell zurück. Oder warten wir, bis wir einige gefunden haben. Waren wir hier noch gar nicht drin? Offenbar nicht, denn wir haben ja ein paar Stoffballen vergessen. Und Henriettas Buch. Wichtiger Gegenstand, aber wofür? Sonst scheint mir hier nichts mehr zu sein. Haben wir den Raum offenbar tatsächlich komplett vergessen. Hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Stratzen wir runter. Gehen erstmal Richtung Kuhn-Versteck. Wir werden wohl noch öfter die Gelegenheit haben, hier irgendwo lang zu laufen. Stopp! Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nehmt das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Professor Chaos. Er mischt sich ein. Moin. Na, wir mal kurz hier durch. Offenbar schon. Haben wir hier eigentlich schon alles abgelootet? Offenbar schon.
Frage ist nur, ob wir dank neuer Fähigkeit... Oh, diesen... Hast du Jimmy gesehen? Seid ihr zwei Freunde, Superheldenverbündete oder sowas? Ja, mehr oder weniger. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Ja, stimmt, da war ja was. Aber können wir hier jetzt noch was Neues machen? Und vor allen Dingen, wie soll man denn dieses Projekt hier abschließen? Okay, bringt nix. Auch die neue Fähigkeit. Doch, hier können wir was machen. Es bringt nur irgendwie nichts. Warum? Fehlt uns da die Fähigkeit immer noch? Die richtige, die wir brauchen? Oder ist es das Bild? Nee. Bringt alles nichts. Können wir hier noch was Neues machen? Auch nichts. Ich meine, es gab irgendwo doch noch eine Ecke, wo wir irgendwas machen können. Ha. Bringt alles nichts. Und ehe wir jetzt hier noch viel länger rumtrödeln, sollten wir uns Richtung Kuhn-Hauptquartier bewegen. Wir müssen ja Professor Chaos aufhalten. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Sieht man, wir sind höchst interessant. Wir haben 8 Follower. Das ist doch extrem. Nein? Hallo? Da wollte ich gar nicht hin. Bleib stehen! Natürlich tut das weh, aber das wolltest du doch so, oder etwa nicht? Ah, genau, der DLC-Bus. Jetzt schau dir das an, Mann! Die 6 Tesser sollen wir ja ignorieren, Bin wurde uns ja gesagt. Wasser, ja. Sie greifen uns aber nicht an. Wir hatten ja schon das Duell mit einem 6-Klässler. Was wir sogar halbwegs gut hinbekommen haben. Ah, ne, Moment. Ein Haus weiter, wenn wir schon mal hier sind. Oh, ihr spielt verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Okay, wir werden uns nicht daran gewöhnen. Wir sind allerdings in unserem Haus schon wieder gelandet. Gut, South Park ist auch nicht so groß. Gab es denn hier irgendwas? Will ich hier irgendwas Neues machen? Da oben blinkt's. Wir benötigen aber eine andere Fähigkeit. Nee, benötigen wir nicht. Oder doch, wir haben jetzt auf jeden Fall die Leiter darunter geballert. Aber was bringt uns das? Wir benötigen aber trotzdem noch eine andere Fähigkeit schon dort. Gut, gehen wir erstmal weiter zum Goon-Hauptquartier. Das war noch ein Haus weiter. Okay. Denn was hier? In Cartmans Keller. Das Passwort kennen wir ja noch. Ach, wir müssen auch noch neu eingeben. Wir müssen es neu eingeben. Mom. Eingabe. Okay, Captain Kuhn. Ja, Superheld sein ist schwerer als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein starker Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Artefakt-Slots? Okay, starte die Artefakte-App. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Okay. Macht plus 15, das, was bewirkt das genau? Wir werden stärker, klar, aber wie viel stärker werden wir dadurch genau? Achso, die Kampfkraft des Teams beeinflusst das sogar. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Ja, ergibt Sinn.
Je höher wir im Heldenrang steigen, desto mehr Artefaktplätze bekommen wir. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Oh yeah. So, du kannst deine Klasse jederzeit wechseln, indem du dich an Kuhns Tisch setzt. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschloch. Wir können unsere Klasse ändern? Noch nicht glücklich mit der Geschichte? Tatsächlich, wir können tatsächlich unsere Klasse ändern, aber nein, cool, arbeite weiter. Machen wir erstmal nicht. So, können wir hier noch, haben wir denn noch andere Artefakte eigentlich schon mal gefunden? Oder nicht? Nee. Wird ab Heldenrang 3 freigeschaltet. Okay. Wir können es jetzt mit 6-Klässlern aufnehmen. Die Schnellreise läuft. Okay. Damals Info. Ah, hier. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Genau, weil Blitzkrieg uns dann durch die Gegend bringt. Schnellreisen aktivieren, okay. Aufstand Effektklasse, rette die Katze vor den Sechstklässlern. Wo müssen wir hin? Ah, da vorne, bei der Bushaltestelle. Da sollen wir also hin. Wir haben unsere Macht gerade ein bisschen aufpimpen können. Wir sollen sie jetzt wohl besiegen können. Hier, Mizi, komm, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Die schlagen sich drum, wer einen Stein schmeißen darf. Oder ein Böller. Gib mir den Stein. Das heißt, wir müssen uns mit den 6-Klässlern battlen. Aber nein, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, dann und ciao.